Und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Schlagerspiel. In der Tipico Bundesliga ein 1:1 ist es am Ende geworden. Jesse Marsch, dein Rückblick auf ein sehr kampfbetontes Match, denke ich. Ja, ich glaube, es war ein richtig Kampf. Erste Halbzeit, wir waren sehr, sehr stark. Ich habe gedacht, wir waren sehr, sehr gut in das Spiel in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war auch nicht schlecht, aber wir waren nicht gut genug vorne der Tor. Und dann machen wir den zweiten Tor, vielleicht das Spiel ist vorbei, aber wenn nicht, dann kommt mehr und mehr Ärger und Druck und wir machen einen Fehler und bekommen ein Tor. So insgesamt, das war nicht schlecht, aber wieder, wenn wir sind ein bisschen besser und schlauer, ich glaube, dann wir können da 3 Punkte holen. Aber auch muss sagen, dass besonders nach 3 Tagen, dass Rapid hat sehr gut gespielt. Sie haben intensiv gespielt, sie haben gut gekämpft. Wir haben vor dem Spiel gesprochen über dieses Thema und es war ein super Spiel. Und ich habe im Fernseher gesagt, dass es war in meiner Zeit hier einer von den besten Spielen in meiner Zeit hier in der Liga für Niveau und gutes Fußball. So schade in die Ende, aber ja, wir sind noch ungeschlagen in der Liga und ja, wir weiter spielen und ja, gut. Sladi schafft die Tabelle. 2 Punkte vorne ist besser als einer hinten, aber schlechter als mögliche 5 vorne. Kann man das so simpel sehen? Das kann man genau so sehen, ja. Das war meine Frage und jetzt freuen wir uns auf Handzeichen und eure Fragen. Christoph Lister, bitte. Hallo, Jesse, zunächst mal alles Gute zum Geburtstag. Danke. Jesse, Sladi, Frage an beide. Ihr habt jetzt das 10. Gegentor ab der 75. Minute bekommen. Max hat vorhin im Interview gesagt, wir sind alle am Limit. Sladi, wie geht's dir damit? Wie sehr bist du körperlich am Limit? Und Jesse, ist es auffällig, dass viele Gegentore in der Schlussphase fallen? Fehlt der Mannschaft ein bisschen die Kraft am Ende? Ja, ganz ehrlich, bin ich nicht sicher. Ich habe gedacht, alles war im Griff und die Jungs waren stark bis diesem Moment. Ja, wir hatten ein paar schwierige Standard-Situationen defensiv, aber ja, es war ich glaube, im Griff und in Ordnung bis diese Fehler im Gegentor. So, ja, yeah, aber wir haben versucht rotieren, sodass wir haben Frischbeine auf dem Platz. Ich glaube, dass es hat nicht so viel zu tun mit der Situation. Aber ja, yeah, wir müssen ein bisschen mehr analysieren, wie zu halten zu null oder in den letzten 15 Minuten nicht so viele Tore bekommen. Ja, also aus meiner Sicht natürlich, also sind wir in den letzten Wochen sehr gefordert worden, allein physisch und mental. Es ist natürlich schon so, dass wir auch extrem intensive Spiele hinter uns haben und von dem her haben wir, wie der Trainer es angesprochen hat, auch einen breiten Kader, sehr viele Spieler kommen zum Einsatz. Wir spielen immer jedes Spiel 100%, wir geben Gas, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, dass wir die letzten Wochen auch gut gespielt haben und natürlich war es natürlich bitter auch für uns in den Spielen, in den Schlussphasen, auch wie heute in der 85. das Gegentor zu bekommen, das ist klar, aber an dem arbeiten wir, aber ich glaube, dass jetzt auch gut ist, die Länderspielpause, dass wir auch mal runterkommen. Sehr, sehr viele Themen beschäftigen alle Leute auch momentan, also auch von außen hin und ist momentan sehr viel los. Und jetzt mal sammeln, mal Ruhe, ein paar Tage sacken lassen das Ganze und dann nach der Länderspielpause für den letzten Abschnitt nochmal angreifen. Weitere Fragen? Porti. Meine Frage, ich habe Rapid Salzburg, hat man oft schon Salzburg dominanter gesehen, aber ihr habt heute die komplett im Griff gehabt, zumindest ab der 20. Minute war man sich zu sicher, hat man auch ein bisschen dann im Hinterkopf gehabt, dass bei Rapid eine, ja, teilweise zweite Mannschaft spielt, wo offensiver nicht einmal eine Entlastung da war, oder hat einfach ein bisschen der Biss von euch gefehlt, den Sack zuzumachen, sonst gibt es ja zweites, ein drittes und hört man nie auf nachzulegen. Und heute hat diese letzte Entschlossenheit gefehlt. War das Rapid geschuldet, weil sie gut verteidigt haben? Oder auch ein bisschen an Müdigkeit oder auch mentale Leere vielleicht bei euch?
Ja, also wir hatten generell am Anfang, glaube ich, die ersten 10 Minuten, da hatten wir uns ein bisschen schwer in die Zweikämpfe zu kommen. Das hat Rapid sehr gut gemacht mit ihrer Aggressivität. Ab dann haben wir die Kontrolle über das Spiel gehabt, sind verdient in Führung gegangen und natürlich wollten wir dann das zweite Tor machen in der zweiten Halbzeit. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, also wir haben leider die Konter, die was wir dann gehabt haben, den Platz, was wir gehabt haben, leider nicht gut ausgespielt. Wir sind nicht zum Abschluss gekommen, dass wir wirklich das Tor hätten machen müssen. Also wir hatten nur 1-2 Situationen, glaube ich, wo wir Abschluss hatten, aber wir hätten viel, viel mehr haben können oder müssen, wenn wir den letzten Ball angebracht hätten. Und natürlich lässt du so einen Gegner dann wie Rapid, die Mentalität gezeigt haben, die Leidenschaft auch gezeigt haben bis zur letzten Sekunde im Spiel, hatten dann natürlich auch einen neuen Schwung mit ihr Einwechselspieler, einem robusten Stürmer und auch einem Quirligen, in dem hier, der auch seine Qualitäten gezeigt hat. Und von dem her hat sich Rapid, ja, man muss jetzt dann halt so sagen, den Punkt dann auch verdient, weil sie nie aufgesteckt haben, immer weiter dran geglaubt haben. Und wir haben es leider nicht ausnutzen können, aber wir lernen daraus und greifen dann wieder an. Gibt es noch Fragen? Christoph, bitte. Slady, ich würde gerne auf das Mentale nochmal eingehen, weil du vorher gesagt hast, es ist natürlich auch eine mentale Belastung. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr beschreiben, was das für einen Spieler heißt. Alle paar Tage ein Spiel, speziell eben so schwierige Spiele wie gegen Atletico Bayern und Rapid binnen kürzester Zeit und gleichzeitig auch das Drumherum, das du angesprochen hast mit Corona oder dem Anschlag in Wien. Ja, ich glaube, wir alle hier im Raum wissen, wie teilweise anstrengend gewisse Sachen sind und dass man sich viele Gedanken macht und was auf der Welt auch passiert, das ist klar, das ist auch menschlich und bei uns ist es halt so, dass wir immer auf den Punkt genau bereit sein müssen. Jeden dritten Tag haben wir ein Spiel, was wir gewinnen wollen und teilweise auch von außen so eingeschätzt wird, dass wir es gewinnen müssen. Also wir sind immer mental gefordert, wir müssen immer konzentriert sein, fokussiert sein und jeder kämpft auch um seinen Platz hier. Also es ist ja nicht so, dass uns hier irgendwer was schenkt, sondern wir müssen uns das alles erarbeiten, wir müssen uns das alles erkämpfen und natürlich bist du tagtäglich auch gefordert, dass du auf die gewissen Dinge halt auch schaust, dass du auf den Körper schaust, dass du Disziplin hast, dass du Konzentration hast und von dem her ist jeder Spieler, jeder im Trainerteam, jeder Betreuer rund um die Uhr im Einsatz und macht sich Gedanken, wie und was wir verbessern können, wie wir die nächsten Spiele angehen können, damit wir wieder bei 100% sind. Und natürlich laugt das auch mit der Zeit halt aus, aber wir, glaube ich, haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch, haben wir es wirklich super hinbekommen. Also das muss man auch einmal sagen und von dem her, man merkt, wir sind ein Team, jeder zieht an einen Strang und wir werden auch so weitermachen und ja, jetzt kommen wir mal runter und wie schon vorher erwähnt, wir greifen dann wieder an. Letzte Frage, Alex Huber. Ich hätte eine Frage an Slatko Janusovic zu dem Foul beim Dejan Ljubicic, da war zuerst der Ball dabei und dann ist voll auf seinen Knöchel gegangen. Hast du da sofort gemerkt, dass was Gröberes passiert sein dürfte? Ja, es war sehr, sehr unglücklich leider und hatte zuerst ja, den Ball weitergespielt. Er kam dann von der Seite. Den Kontakt habe ich dann ja nicht so direkt gespürt. Ich sah ihn dann am Boden liegen und ja, tut mir natürlich leid, wo ich ihn da gesehen habe und auch mit den Schmerzen. Das wünscht man natürlich überhaupt keinen Spieler. Ich habe Dejan jetzt gerade vorher auch angerufen, habe gefragt, wie es ihm geht und gute Besserung gewünscht und hoffe natürlich, dass es nicht so schlimm ist. Er sagte mir, es geht ihm gut, er hat gerade MRT gemacht, wartet auf die Diagnose. Er wird mir dann auch schreiben, also ich hoffe, es geht ihm gut. Und sowas ist natürlich immer, ja, das ist wirklich bitter. Und das wünscht mir, wie gesagt, keinen. Ich habe mich sofort bei ihm auch erkundigt und entschuldigt. Und ich wollte das natürlich überhaupt nicht, das war wirklich, wirklich Pech. Und ja, warten wir auf die Diagnose, aber ich hoffe, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann. Schönes Schlusswort, alles Gute dem Dejan Ljubicic, Ihnen einen schönen Abend, danke fürs Dabeisein und schön, dass es noch Pressekonferenzen mit echten Menschen gibt. Wiederschauen.